Ab Ab jetzt. jetzt. Werden wir ein paar Formalia am Anfang erstmal klären, bevor wir dann tatsächlich thematisch heute Abend reinstarten. Das darf ich machen. Und vielleicht fangen wir mit einer Vorstellungsrunde nach schnellen an, damit ihr so ein bisschen wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin Jan Ehlers. Ich bin hier an der Universität Wittenherdecke, habe den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen und darf heute den ersten Vortrag halten und da bestimmt noch viel mehr über mein Leben erzählen. Und ich gebe mal weiter an Julia. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Julia. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Jan am Lehrstuhl und bin die Person, die hier zwischendurch immer noch auf den anderen Bildschirm schielt und eure ganzen KommilitonInnen noch reinlässt und andere Menschen, die sich noch im Nachgang registriert haben. Also verzeiht mir, dass ich ein bisschen abgelenkt bin, aber ich freue mich total, dass es losgeht. Und bin auch ein bisschen aufgeregt und bin ganz gespannt, was du uns heute berichten wirst, Jan. Und ich gebe weiter an Theresa. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Theresa. Ich habe die Juniorprofessur für Digital Health hier an der Uni Wittenherdecke und bin von Haus aus Gesundheitswissenschaftlerin und durfte mit Jan und Julia schon unter anderem die Ringvorlesung Digital Medicine Goes Planetary Health eine ganze Zeit, ein Jahr machen, Digital Medicine eine ganze Zeit lang und den Kurs Mensch-Tier-Beziehung auch schon zweimal. Und ja, bin ultra aufgeregt auf dieses Semester mit so vielen Menschen hier zu sein und gebe einmal weiter an Vivien. Ja, auch von mir einmal ein herzliches Hallo in die Runde. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Ja, genau, ich bin Vivien Lüdorf. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen, also die Kollegin von Jan, Julia und Theresa. Von Haus aus bin ich Erziehungswissenschaftlerin und ja, ich bin sehr gespannt, was uns dieses Semester erwartet. Es sind viele sehr, sehr spannende Themen geworden und ja, dementsprechend freue ich mich sehr. Genau, wenn es manchmal ein bisschen knarzt in der Leitung, dann liegt das gar nicht zwingend an eurer Bandbreite, sondern es liegt daran, dass Julia und ich uns schön noch, nachdem wir uns wochenlang auf diese Veranstaltung gefreut haben, kleinen grippalen Infekt eingefangen haben. Aber keine Angst, wir sind nicht mehr ansteckend und ihr seid ja auch weit weg von uns. Aber wir hoffen, dass die Stimmen halten. Theresa wird uns jetzt mal in die formalen Aspekte dieser Veranstaltung einführen, was vor allem für all die interessant ist, die entweder bei uns an der UWH oder an vielen anderen Universitäten Scheine mit diesem Kurs machen wollen. Genau. So. Hier seht ihr nochmal diesen wundervollen Titel. Und genau, viele von euch waren vielleicht auch schon auf der Website, wo ihr sonst aber auch nochmal die ganze Übersicht finden könnt. Wir stellen den Link gleich nochmal in den Chat, aber wahrscheinlich wart ihr dort, um euch für heute und die folgenden Veranstaltungen zu registrieren. Hierzu nochmal einmal. Registrierungslink, ein wichtiges Thema. Wir haben im Vorhinein im Insta Live und auf der Website schon mal darauf hingewiesen. Der Link ist personalisiert. Das bedeutet, ihr habt den Link, der nur für euch als Person funktioniert. Und wenn ihr euch über diesen Link einwählt, erscheint bei uns direkt der Name, mit dem ihr euch registriert habt. Heißt aber auch, wenn ihr euren Link unwahrscheinlich nett an andere Leute weitergibt, dann ja, treten die quasi mit eurem Namen hier in die Veranstaltung ein. Und gerade wenn ihr einen Teilnahme- oder Leistungsnachweis braucht, erscheint ihr nicht in unserer Liste, sondern eben die lieben Menschen, von denen ihr den Link habt, mit zwei oder drei oder vier Mal demselben Namen. Von daher achtet bitte darauf, dass ihr euch einmal selber registriert und immer über euren Link in dieser Veranstaltung geht. Ja, das wäre total hilfreich. Genau. Genau, Ihr seht ich gehe kurz rein. Sorry. zwei. Wenn ihr den Link verliert, wie man in digitalen Zeiten was verlieren kann, nämlich indem die Mail ganz nach unten rutscht oder ihr sie aus Versehen gelöscht habt, dann meldet euch bei mir. Ich kann euch nämlich einen quasi den gleichen Link nochmal erneut zuschicken. Und es gibt keinen Grund, dass ihr einen anderen Link benutzen müsst, sondern ihr sagt einfach Bescheid, ihr bekommt euren personalisierten Link nochmal zugeschickt. Und alles läuft wie gewohnt und ihr könnt hinterher eure Scheine bekommen und es gibt keine Probleme mit den Anwesenheitslisten. Hervorragend. Genau. Ja, ihr seht, wir haben ganz, ganz, ganz viele liebe Menschen gewinnen können, dass sie
uns ein wenig ihrer Zeit schenken und hier einen Impulsvortrag halten. Jan hat es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Es funktioniert quasi so, dass wir vier Menschen, die jetzt hier gerade mit unserem Video auch angeschaltet sind, ein bisschen durch die Veranstaltung führen und euch quasi am Anfang willkommen heißen und auch so ein bisschen die Moderation eben übernehmen und dass wir eben am Ende auch immer gemeinsam ins Diskutieren kommen. Und es ist jeder Termin so gestaltet, dass eine Person oder zwei Personen hierher kommen und einen Vortrag halten. Heute macht Jan den Anfang und dann haben wir eben hier ganz viele andere spannende Menschen, ja, die zu den verschiedenen Themen ein bisschen was erzählen werden. Am Ende haben wir noch einen Barcamp-Termin. Das bedeutet, dass wir in kleineren Gruppen zu bestimmten Themen, die ihr hier nochmal seht, in den Austausch kommen werden. Sprich so ein bisschen auch gemeinsam an etwas arbeiten. Da gibt es auch wieder einen kurzen Impulsvortrag, aber da geht es eben wirklich darum, gemeinsam ins Handeln zu kommen, Ideen zu entwickeln und ja, sich vielleicht untereinander auch nochmal ein bisschen besser kennenzulernen. Das erklären wir dann aber nochmal, wenn es soweit ist. Das ist hier nur ein kleiner Teaser auf all die spannenden Themen, die da noch kommen. Eine wichtige Sache ist noch zusätzlich zu der Ringvorlesung an einem anderen Termin, nämlich die Filmvorführung von Die Kuh ist ein Tier. Hier konnten wir einmal ja, die MacherInnen des Films dafür gewinnen, uns den Film zur Verfügung zu stellen und schauen den hier mit euch an der Uni Wittenherdecke. Und einige andere Personen aus der Ringvorlesung haben sich auch bereit erklärt, das an anderen Standorten zu zeigen. Und im Barcamp gibt es dann eben eine Session, in der wir über den Film diskutieren. Das ist mittwochs abends an der Uni. Sprich, ihr geht, wenn ihr Pol vorher habt, zu Pol und kommt danach zu uns. Und wir essen Popcorn, habe ich gehört. Und ich spekuliere auch auf Nachos. Das gucken wir nochmal genau, wie das alles so laufen kann. Und schauen diesen Film und sprechen gemeinsam darüber. Genau. Und jetzt gebe ich einmal ab an Julia. Genau, vielen Dank. Oh, sorry. ich darf heute stellvertretend das Promotionsvorhaben von unserer lieben Kim vorstellen, die uns schon im Vorhinein ganz viel unterstützt hat bei der Vorbereitung quasi der Umfrage, die wir hier teilen möchten. Und weil wir eben ja auch ein Lehrstuhl sind, der sich mit Forschung beschäftigt, es ist für uns total spannend, zu schauen, was so eine Ringvorlesung eigentlich mit den Teilnehmenden und in dem speziellen Fall mit euch macht. Und wir würden uns gerne angucken, wie eure Einstellungen zur Relevanz von Mensch-Tier-Beziehung und One Health vor der Ringvorlesung sind, also quasi jetzt, und wie sie denn dann am Ende sind. Und ich stelle jetzt gleich einen Link in den Chat und ihr könnt da draufklicken, das ist die Umfrage. Und wir verschicken den Teilnahmelink dann auch nochmal via Moodle für die, die an der UWH sind, aber auch per Mail nochmal an alle, die sich registriert haben. Und wir werden auch nächste Woche nochmal in dem Termin darauf hinweisen. Also wir gehen euch ein bisschen auf die Nerven, dass ihr unsere Umfrage mit ausfüllt und der lieben Kim dabei ja, Hilfestellungen leistet, dass sie ihr Promotionsvorhaben vorantreiben kann. Nehmt sehr gerne teil, wenn ihr irgendwie feststellt, es funktioniert nicht, dann meldet euch auch gerne, dann schicken wir den Link auch so nochmal raus. Ich stelle ihn jetzt mal in den Chat und ich glaube, wir stellen ihn zwischendurch auch nochmal in den Chat, dass er heute so ein bisschen mitläuft. Genau. Ich habe eben schon gesehen, dass zwischendurch auch die Frage war, wie kommt man an die Aufzeichnungen und so weiter. Also wir werden alles auch auf die Website stellen und genauso wie den Link, denke ich mal, dann auch an alle Teilnehmenden nochmal verschicken. Und ihr könnt dann fleißig einfach da draufklicken und die Umfrage ausfüllen. Ich glaube, Kim wird sich freuen und wir freuen uns auf jeden Fall auch. Vielen Dank. Genau. Und dann kommen wir zu den Dingen, die viele von euch wahrscheinlich brennend interessieren, weil ihr einen Teilnahme- oder einen Leistungsnachweis braucht. Wir haben es hier noch einmal aufgeschlüsselt. Wir stellen es auch noch mal in Moodle ein. Und wenn ihr von extern seid, hattet ihr wahrscheinlich auch schon Kontakt mit uns, um das abzusprechen. Ansonsten sagt gerne nochmal Bescheid. Genau, wir haben es jetzt so hier einmal aufgeschlüsselt. Wenn ihr einen Teilnahmenachweis braucht, weil ihr an der UWH seid, müsstet ihr an 12 der Termine teilnehmen. Das bedeutet, ihr loggt euch über euren personalisierten Link ein, ihr erinnert euch, was wir eben gesagt haben, und dann zeichnet Zoom das automatisch für uns auf, dass ihr hier seid und wir können das später ganz entspannt
auswerten. Also ihr müsst nichts weiter machen, außer euch einzuloggen. Ihr müsst keinen Screenshot davon machen, dass ihr dabei wart oder irgendwelche anderen wilden Dinge. Wir sehen das automatisch. Dann gibt es noch den kleinen Leistungsnachweis mit 3 ECTS. Hier würden wir euch bitten, 4 Moodle-Einträge zu verfassen. Das seht ihr dann auch nochmal im Moodle, wo das genau gut funktioniert. Oder ihr könnt euch auch bei uns melden und bei einem Termin die Diskussion vorbereiten. Also so ein bisschen sich vorher schon mal überlegen, was könnten Fragen für die Diskussionsrunde sein und dabei unterstützen. Das könnt ihr gerne dann nochmal in Absprache mit uns machen, wenn euch das interessiert. Und es gibt auch noch die Möglichkeit des großen Leistungsnachweises. Hier wären es dann 8 Moodle-Einträge oder ihr könnt euch melden und im grandiosen Podcast des Instituts für dumme Ideen zu Gast sein und eine Podcast-Folge zum Thema Mensch-Tier-Beziehung ja, mitproduzieren und dort über die Ringvorlesung sprechen. Externe Studierende haben sich auch schon bei uns gemeldet. Unter anderem weiß ich von der Universität in Oldenburg, aber auch von anderen Standorten. Hier ging es um 5 ECTS und 6 ECTS-Nachweise. Hier gibt es die Möglichkeit, ein Lerntagebuch mit 12 Einträgen zur Veranstaltung zu schreiben. Und beim größeren, noch größeren, wäre es dann auch noch eine abschließende wissenschaftliche Reflexion, die ihr verfasst und uns dann später zuschickt. Genau. So viel dazu. Sind da noch Fragen? Ich hätte das alles verstanden, hast du sehr, sehr schön erklärt. Und tatsächlich werden im Zweifel im Laufe des Semesters noch die eine oder andere Frage aufkommen. So sind wir das gewohnt. Fühlt euch dann frei, einfach in die Chats reinzuschreiben. Egal, wer die Vorträge hier immer hält, wir werden mit dabei sein zu moderieren und auch in die Chats immer reingucken und da eben auch viele Fragen beantworten können oder die Antwort nachliefern und erstmal vertrösten, wenn man es nicht kann. Ich darf vielleicht zwischendurch eine aktuelle Teilnehmendenzahl durchgeben. Wir haben die 800 geknackt für die Registrierungen. Wir sind wir freuen uns total. Und ich würde gerne noch mal einmal sagen, weil das vielleicht am Anfang ein bisschen untergegangen ist, ihr könnt mit uns vor allem über den Chat kommunizieren. Wir haben ja hier jetzt diesmal die Webinarfunktion. Das heißt, es ist für uns deutlich einfacher, das alles im Blick zu behalten, wenn ihr uns Chatnachrichten schreibt, entweder über das Q&A, also F&A hier, und den Chat. Und ich hatte gesehen, dass Stefanie, du die Hand gehoben hast. Wir machen es erstmal nicht so, dass wir quasi die Mikros freischalten. Also wenn du eine spezifische Frage hast, dann stell sie gerne und schreib sie in den Chat. Du kannst auch an eine Person von uns privat diese Nachricht schicken. Aber für uns ist es so deutlich einfacher, als wenn wir euch jetzt jedes Mal die Redeerlaubnis freigeben würden. Das funktioniert nicht so leicht. Also solltet ihr Fragen haben, schreibt die gerne in den Chat und wir kommen dann entweder in dem Moment oder auch nachtragend dazu. Genau. Und hinterher, wenn wir eine Diskussionsrunde starten, dann würden wir euch auch mal die Mikros öffnen. Genau, einfacher Teilnahmenachweis, weil Noemi das gerade fragt, ist ein ECTS, gibt es auch nur in der Medizin und in der Zahnmedizin, da wird auch nicht mit ECTS gerechnet. Quasi für Psychologie, Wiege und ähnliches, wer zwei ECTS braucht, das wäre quasi der Leistungsnachweis, der dann schon der erste Schritt mit den Lerntagebüchern ist. Kannst du noch einmal die Folie zeigen, Sophie, weil da doch noch ganz viele Fragen im Chat sind. Ist von Sabine eine gute Anmerkung nochmal. Gibt es für Externe nochmal Merkblätter, wie die Beiträge aussehen sollen? Ja, das würden wir nächstes Mal nochmal mitbringen. Gute Idee, würden wir vorbereiten und machen. Dann war die Frage, können auch andere Bescheinigungen haben? Ja, das könnt ihr gerne. Wir würden quasi auf universitärem Briefpapier euch eine Bescheinigung über die Teilnahme und die Anzahl der Teilnahmen ausstellen. Und dann müsst ihr gucken, wofür ihr die braucht. Teilweise ist das bei Tierärztinnen und Tierärzten so, dass sie das in der Kammer einreichen können, das umgeschrieben wird. Also wir haben keine zertifizierten Scheine, also über die ATF oder ähnliches. Aber wir können euch natürlich Bescheinigungen über die Teilnahme ausstellen. Und hier sehen wir nochmal, genau, der kleine Leistungsnachweis wäre quasi, wären zwei
beziehungsweise 3 ECTS, also für die Mediziner umgerechnet sind es 3 ECTS. Und eine Person hat hier noch geschrieben, wenn ihr später ins Meeting kommt, was dann mit dem Teilnahmenachweis ist. Wir können tatsächlich in Zoom ganz genau sehen, wie viele Minuten ihr im Meeting verbracht habt. Und wir würden es dann als Teilnahme werten, wenn ihr wirklich die Mehrheit des Veranstaltungstermins, also was sind hier ja immer 1,5 Stunden hier verbringt, wenn ihr euch jetzt für 5 Minuten nur einloggt. Erscheint ihr zwar auf der Liste, aber wir sehen auch, dass ihr nur 5 Minuten dabei wart. Genau. Also achtet so ein bisschen darauf, wenn ihr mal ein bisschen zu spät kommt oder so. Alles gut, haben wir absolut Verständnis für. Oder wenn ihr mal irgendwie eher weg müsst, das ist ja in der Präsenzveranstaltung auch so. Aber genau. Genau, da kam jetzt gerade noch die Frage von Melina. Dadurch, dass die Veranstaltungen aufgezeichnet werden, geht das für Externe dann auch ohne die tatsächliche Teilnahme? Nein. Also tatsächlich, wir brauchen die Live-Teilnahme, weil wir das euren Universitäten gegenüber quasi beurkunden müssen, dass ihr tatsächlich die 2 ECTS teilgenommen habt. Und da ist quasi die Teilnahme plus die Nachbereitung mit drin. Also das können wir leider nicht machen. Und tatsächlich klingt alles so ein bisschen so Law and Order mäßig und alles sehr streng. Das hat eine Historie bei den Ringvorlesungen vom Digital Medicine, weil Universitäten auch vor Corona schon und komischerweise jetzt auch nach der Pandemie wieder ein bisschen mit diesen Formaten fremdeln, sodass wir da ein relativ genaues Controlling, also eine Kontrolle, ob ihr da seid oder nicht, machen müssen. Genau, sind die 2 ECTS die ausschließliche Teilnahme? Ja. Wo findet man den Moodle-Kurs? Sehr gute Frage, noch gar nicht. Wir haben ihn heute auch schon gesucht und also vielleicht findet man schon, wir haben ihn nicht gefunden. Wir sind quasi im Moment mit dem Sekretariat des Studiums Fundamentales in Diskussion, dass wir ihn dann jetzt kriegen. Erst haben wir gedacht, naja, vielleicht wird er jetzt nächste Woche freigeschaltet. Da gab es ja auch in dem Lernmanagementsystem schon so ein bisschen Verwirrung, aber da wir den für die anderen Kurse schon haben, hoffen wir, dass wir ihn bis nächste Woche dann auch bekommen haben. Dann würde ich jetzt mal die Freigabe stoppen und an dich Jawohl. übergeben, Jan, oder? Dann würde ich mal probieren, dass ich freigebe. Ich würde vielleicht noch mal einmal, haben wir das schon gesagt, dass wir am Ende, also die Frage war ja noch nach einer Wissensüberprüfung. Ich glaube, das hat sich quasi geklärt, wie die Teilnahmescheine und so laufen. Aber es gibt am Ende ja noch ein kleines Kahoot. Das ist keine bewertete Wissensüberprüfung, die auch für den Teilnahmeschein relevant ist, sondern es ist quasi Spaß für uns alle. Also es wird quasi ein Wissensstand geben, aber wir werden das spaßig machen und ihr könnt selber schauen, was ihr mitgenommen habt und was nicht. Also es wird ein kleines Quiz am Ende geben. Und jetzt haben nochmal, Jan hat gerade schon darauf geantwortet, vielleicht nochmal für alle, wir stellen all diese Dinge in Moodle auch nochmal ein. Also die Präsis von heute, da könnt ihr alles nochmal nachlesen mit den Leistungsnachweisen und so weiter. Und da stellen wir auch nochmal ein, wie so ein Moodle-Eintrag aussehen soll fürs Lerntagebuch, dass ihr so eine ungefähre Idee habt. Das bekommt ihr alles. Seid unbesorgt. Es wird laufen. Genau, also wir können das ja schon mal so ein bisschen vor. Also das eine ist, alles, was wir ins Moodle einstellen, werden wir auch auf die Webseite legen für alle, die von extern teilnehmen, weil wir leider das Moodle nicht für Externe öffnen können, sodass da alle die gleichen Informationen haben. Und im Endeffekt wird es darum gehen, eine halbe bis anderthalb Seiten zu dem Thema, was wir in der jeweiligen Woche hatten, nochmal aufzuschreiben. Was hat das mit euch persönlich zu tun? Wie habt ihr das Thema quasi wahrgenommen? Wie habt ihr das rezipiert? Wo habt ihr euch vielleicht zu dem Thema noch weiter informiert? Was für Quellen habt ihr dafür genutzt? Und das fasst ihr quasi in einem Beitrag zu dieser jeweiligen Woche zusammen. Tut eure Quellen mit dazu und ladet das entweder, und da ist das Moodle relativ einfach, weil da können wir quasi persönliche Foren einrichten, wo jeder seine einzelnen da reinstellen kann. Die von extern das machen müssten, das per Mail am besten an Julia schicken.
Und dann sammeln wir das und führen das da zusammen. Martha fragt noch, muss ich mich bei Zoom Workplace noch zusätzlich anmelden? Reicht der Link zum Zoom-Meeting? Nein, normalerweise reicht der Link. Ihr geht auf den Link drauf und dann öffnet sich hier das Webinar. Und Julia würde, Anna schreibt gerade, ihre Freundin Jördis hat sich angemeldet und hat den persönlichen Link nicht erhalten. Da würde Julia nochmal schauen. Gilt tatsächlich für alle, wenn irgendwie mal ein Link weg ist oder das irgendwie nicht funktioniert hat. Manchmal landet der im Spam, manchmal sind es vielleicht auch zu viele, die wir gleichzeitig freischalten, dass da einer bei Zoom verloren geht. Dann einfach nochmal bei Julia melden. Die kann diese gleiche Mail nochmal wieder rausschicken. Und eine Person hat noch geschrieben, ob es ein Problem ist, dass sie die private Mailadresse angegeben hat. Das ist egal. Hauptsache, wenn ihr euch registriert, dass ihr da euren Klarnamen eben angebt, damit wir das dann zurückverfolgen können. Ihr kriegt nur dann eben auch all unsere Infomails auf eure private Mailadresse. Das müsst ihr dann selber Also ich glaube, es ist wissen. immer ganz gut, wenn man einen Namen hat, der nicht 50 Mal vorkommt. Ja, dann ist es für uns relativ einfach, euch dazu zu sortieren, auch zu den UWH-Accounts. Das kriegen wir dann hin. Ich würde sagen, Lina, bei dir kriegen wir das hin. Wann beginnt der Vortrag? Jetzt. Also, ich darf den Anfang machen. Familienmitglied oder Brotbelag ist mal ein Text oder ein Titel gewesen, den ich für die Bürgeruni hier in Witten abgeben musste, weil die gesagt haben, sie wollen was Provokantes und provokanter ist es mir nicht gelungen. Das soll ein bisschen uns in eine Welt hineinbringen, die uns mit Paradoxien konfrontiert. Werdet ihr dadurch zwangsveganisiert? Nein, wie durch die ganze Vorlesung nicht, sondern es geht darum, dass ihr hoffentlich neue Denkweisen kennenlernt, vielleicht auch in anderen Denkweisen bestätigt wird. Wir hoffen, euch zum Denken anregen zu können. In diesem Vortrag hoffe ich euch vor allem eine Sozialisation aufzeigen zu können. Also, was haben wir vielleicht auch viel zu wenig hinterfragt, in unserem täglichen Handeln und Denken, und dass wir so ausbrechen können aus angewohnten Denkschemata? Ich würde jetzt, glaube ich, vor allem auf meine Folien gucken und ihr guckt in den Chat oder wenn irgendwas ganz Wichtiges ist, unterbrecht ihr mich und dann, genau. Warum mache ich das? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin Tierarzt. Ihr seht mich hier vor 30 Jahren in München am Oberwiesenfeld mit Pferd und Schwein und ich war wahrscheinlich ein Tierarzt, wie ganz viele Tierärzte sind. Also so sehr niedliche Ferkel habe ich ohne Betäubung kastriert. Ich habe Fächer gehört, die sich Tierproduktion nannten. Ich habe Rinder besamt. Ich habe Kälber sehr schnell von ihren Müttern weggetan. Ich habe unheimlich gerne Fleisch gegessen und das alles nicht hinterfragt, weil das ist eben so. So ist die Welt und so gehört das. So war ich erzogen worden. Und dann habe ich geheiratet, was prinzipiell eine gute Idee war. Und ich habe eine Tierärztin geheiratet, die Vegetarierin war. Und das hat mich unheimlich getriggert. Ja, das fand ich sehr merkwürdig, wie man Tierärztin sein kann und dann kein Fleisch isst. Und das ist ja irgendwie auch der Job von Tierärztinnen und Tierärzten, dafür zu sorgen, dass die Fleischversorgung gut klappt und Ähnliches. Und wir haben viele Diskussionen geführt. Und ich glaube, ich muss das ehrlich zugeben, ich habe meine Frau da sehr gemansplained und ihr mal erklärt, wie die Welt funktioniert und wie blöd das ist, eine vegetarische Tierärztin zu sein. Und das war gar nicht leicht, immer wieder Argumente zu finden. Und tatsächlich habe ich irgendwann das Killer-Argument gefunden, nämlich, dass jemand, der Milch zu sich nimmt und Eier isst, genauso dafür sorgt, dass Tiere geschlachtet werden und sterben oder männliche Küken geschreddert werden, wie jemand, der Fleisch isst. Ja, jemand, der Käse isst, da muss Lab aus Kälbermägen gewonnen werden. Wenn Milch produziert wird, müssen Kühe trächtig sein und natürlich kann man dann mit männlichen Kälbern nichts anfangen und die gehen eben in die Fleischproduktion rein. Das ist ein Argument, das hat richtig gut gezogen. Da habe ich mich einen kurzen Moment für gefeiert und gedacht, also jetzt essen wir alle Fleisch und meine Frau ist vegan geworden. Und ab dann habe ich keine Diskussion mehr gewonnen und wir haben viele Diskussionen geführt. Wir haben Diskussionen über Klima geführt, wir haben Diskussionen über Ethik geführt, wir haben Diskussionen über Tierleid geführt, wir haben Diskussionen über Welthunger geführt. Und jede davon habe ich verloren, bis ich dann irgendwann gesagt habe, na gut, also ich probiere das mal aus. Ich mache das mal 2 Wochen. Ich ernähre mich mal vegan und dann werde ich dir erzählen, warum das alles vielleicht doch nicht so toll ist. Das ist irgendwo zwischen 16 und 18 Jahren her.
Und seitdem hat mir nichts gefehlt. Es geht mir deutlich besser. Und nervigerweise, so ein bisschen wie so Ex-Raucher, gehe ich jetzt los und versuche alle anderen von meinem Weg auch zu überzeugen. Das ist der Grund, warum ich das hier mache. Und seitdem habe ich natürlich sehr viel gelesen, sehr viel gesehen, sehr viel diskutiert und überlegt. Was mich sehr beeindruckt hat, ist Hel Herzog. Und wer so dieses kurze Abstract zu diesem Vortrag gelesen hat, das da schon gesehen, hat ein Buch geschrieben: Some We Love, Some We Hate, Some We Eat. Und genau darum soll es heute gehen: diesen Unterschied, den wir zwischen Tieren machen. Und wir können ihn uns nochmal schnell in Bildern anschauen: Kätzchen, runder Kopf, große Augen, flauschiges Fell. Das sind die, die wir lieben. Ja, da geht uns das Herz auf. Da möchte man sofort streicheln. Das sind quasi die ganz tollen Tiere. Und dann, wenn man in den Keller geht und das Licht anmacht und achtbeinige, langbeinige Wesen irgendwie über die Wände kriechen, dann ist das eher was, was wir nicht so gerne mögen, wo Urängste vielleicht auch aufkommen. Also Tiere, die wir eben lange nicht so süß finden und ganz anders behandeln. Und dann gibt es noch eine andere Form von Tieren. Da habe ich einfach mal einen Teil von dem mitgebracht. Also Tiere, die wir essen und wo wir vielleicht auch gar nicht mehr erkennen, dass das Tiere sind. Melanie Joy hat in ihrem Karnismusbuch das dann nochmal anders formuliert, im Titel Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Da geht es um das Gleiche. Also wir behandeln Tiere ganz unterschiedlich. Und genau darüber wollen wir oder will ich die nächste halbe Stunde reden und dann mit euch diskutieren. Und ich möchte gerne mal mit einer Frage anfangen, zu der ihr gerne in den Chat reinschreiben könnt. Was unterscheidet denn Menschen von nichtmenschlichen Tieren? Was ist so der Unterschied, wo ihr sagt, ja, das macht genau diesen Unterschied aus, der die Menschen zur Krone der Schöpfung, zur Überlegenheit macht. Kognition, schreibt Diana, danke. Geht schon los, schreibt es einfach fröhlich in den Chat rein. Intelligenz, im Wesentlichen nichts. Daumen, Tiere können ihre Stimme nicht erheben. Fähigkeiten, moralisch zu bewerten, Fortschrittsdenken. Sprache, freie Entscheidung, Moral. Intelligenz, höhere Denkleistung, Sprache, universell nutzbar. Kultur, politische Organisation. Kategorisierung, ja gut, Bewusstsein, Selbsttranszendenz. Bewusstsein finde ich ein super spannendes Thema, natürlich auch für alle, die bei Digital Medicine mit dabei waren. Wie viel haben wir darüber diskutiert, ob eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein haben kann, und Tieren sprechen wir es ab? Hybris. Verantwortung für die Welt übernehmen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das ironisch ist. Genau, Tiere planen, Tiere lügen, Tiere kommunizieren. Wir gucken mal ein bisschen rein in die Literatur. Ich glaube, ein paar Sachen, die ihr genannt habt, habe ich zum Glück antizipiert. Also Intelligenz ist tatsächlich das, wo man immer sagt, Mensch, also Menschen sind viel intelligenter und gerade die Tiere, die wir essen, sind überhaupt nicht intelligent. Ja, also ich habe einfach mal ein Beispiel aus Tausenden mitgebracht, mit was für eine Intelligenz Schweine jetzt zum Beispiel haben, also was für Aufgaben die lösen können. Wenn man jetzt auch noch zu anderen Tieren, also natürlich schaut man immer zu Menschenaffen und Ähnlichem, aber auch wenn man in Richtung Delfine Ähnliches schaut, da gibt es große Streitereien darum, ob Delfine nicht eigentlich intelligenter wären als Menschen. Ja, und dann guckt man immer, wer hat quasi verhältnismäßig das größere Gehirn. Da wären dann die Delfine vorne. Wer hat ein stärker gefaltetes Hirn? Da sind die Menschen wieder vorne. So richtig kann man es nicht sagen. Wenn man sich Oktopoden anschaut oder ähnliches, stellt man fest, die sind auch fast genauso intelligent wie Menschen, haben nur eine vollkommen andere Intelligenz, die also einen ganz anderen evolutionären Weg genommen hat. Also tatsächlich wäre das gar nicht was uns unterscheidet. Sprache wird oft genannt. Und auch da, also normalerweise zeige ich immer ganz alte Literaturquellen, vor allem, da geht es um Vögel und Ähnliches und um Dialekte bei Vögeln, wo man merkt, dass sich da eine Sprache bildet. Ich habe hier deutlich jüngere Publikationen mal mitgebracht von Elefanten und nichtmenschlichen Primaten, die sich gegenseitig mit Namen rufen. Also nicht nur eine Sprache entwickelt haben, um sich über gewisse Ereignisse zu informieren, sondern eine tatsächliche
individualisierte Sprache entwickelt haben und eine Identität entwickelt haben für ihre Artgenossen. Also damit einen ganz hohen Teil von Sprache. Dann haben wir lange gedacht, naja, Tiere, wie ist denn das mit den Schmerzen eigentlich? Ja, also gerade bei Fischen, habe ich jetzt mal hier als Beispiel mitgebracht, hat man lange gedacht, naja, Fische haben gar keine Schmerzen. Dann hat es große Nature-Studien und Ähnliches gegeben, wo man teilweise mit sehr aufwendigen Settings sehr genau nachweisen konnte, dass selbst Fische eben sehr starke Schmerzen leiden. Wer Haustiere hat, also jetzt sind ja dann meistens Säugetiere, wird das von seinen Tieren auch kennen und da wahrscheinlich gar nicht bezweifeln, dass Tiere schmerzfähig sind. Und ähnlich wird es euch wahrscheinlich, genau, Bettina Schneider schreibt gerade selbst Pflanzen fühlen, genau. Ähnliches bei Emotionen, auch das, wer mit Haustieren zusammenlebt, wird das kennen. Ich habe hier quasi ein Paper mitgebracht, was Emotionen bei der Drosophila, ja, also einer Fruchtfliege, nachweisen kann. Das sind jetzt nicht ganz besonders weit entwickelte Tiere. Und auch da können wir Emotionen schon nachweisen. Empathie, Kreativität, auch das ist was, was oft als was rein Menschliches bezeichnet wird. Auch das in vielen Studien gezeigt, dass das genauso bei Tieren oder nichtmenschlichen Tieren vorkommt, wie das bei Menschen vorkommt. Und auch hier seht ihr wieder, also natürlich wird immer viel mit Menschenaffen gemacht, aber gerade bei Krähen und Raben können wir nicht nur unheimlich große Intelligenz, sondern eben auch Mitgefühl und auch Kreativität feststellen. Kultur und Religion, das ist eigentlich so, dass gerade wenn man, also wir sind ja hier sehr, sehr interdisziplinär unterwegs, wenn man im geisteswissenschaftlichen Bereich unterwegs ist, dann ist eigentlich das, was man hört, naja, Kultur, das ist was rein Menschliches. Ja, gerade auf LinkedIn so schön gelesen, Zivilisation ist was rein Menschliches, also in dem Moment, wo man feststellen kann, dass es gebrochene Knochen in der Archäologie gibt. Kann man eigentlich davon ausgehen, es hat sich jemand um dieses Mitgeschöpf gekümmert, also das ist nicht sofort gestorben, sondern dieser Knochen ist wieder zusammengewachsen. Das ist der erste Schritt von Zivilisation. Das ist übrigens was, was wir auch aus Ameisenvölkern kennen, dass die ihre verletzten Mitgeschöpfe mitnehmen, gesund pflegen, verarzten. Also dann müsste man da sogar schon von Zivilisation reden. Hier haben wir Beispiele von Affen. Also Großaffen, die Rituale machen, die sich an einem bestimmten Ort treffen und da zu einer bestimmten Zeit im Jahr sich also alle treffen und Rituale durchführen, Steintürme bauen und ähnliches. Und zwar Rituale, die keinen tieferen Sinn haben. Und dann spricht man von Religion. Das ist bei Menschen nicht anders. Wenn sich Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt in der Woche zu Ritualen treffen, die jetzt erstmal kognitiv betrachtet keinen tieferen Sinn, sondern einen rein seelisch-emotionalen Sinn haben, dann reden wir von Religion, dann reden wir von Kultur und Ähnlichem und auch das können wir bei Tieren quasi nachweisen. Dann habt ihr ja schon ganz, ganz viele haben ja geschrieben, Bewusstsein. Also da müssen wir mal, es ist schwierig zu gucken, was ist denn Bewusstsein überhaupt? Ich habe das hier mal in Self-Awareness und Zukunftsplanung unterteilt und beides, was beim Tier nachgewiesen ist, diese Self-Awareness, man macht das ja oft mit diesem Spiegeltest, Punkt an die Stirn, das Lebewesen vor den Spiegel stellen und sehen, ob es das abstrahieren kann, dass es quasi die eigene Stirn ist. Das hat man mittlerweile auch schon bei Fischen nachgewiesen und auch Planung voraus in die Zukunft, Folgenabschätzung, auch das hat man bei Tieren nachweisen können. Und dann, und das ist tatsächlich, ich bin total froh, nachdem ich gelesen habe, wie oft ihr Moral geschrieben habt. Normalerweise habe ich hier mal ein großes Fragezeichen gehabt bei meinen Vorträgen und ein Buch von 2015. Und heute Nachmittag habe ich gedacht, jetzt schaust du nochmal, wie ist denn das eigentlich mit Moral, mit Normativität? Und habe festgestellt, dass es da viele Paper aus den letzten 4, 5 Jahren gibt, die sich genau damit beschäftigt haben, dass auch Tiere moralische Normen aufstellen und sich daran halten können. Also, dass es auch so etwas wie Moral bei Tieren gibt. Das ist immer sehr, sehr schwierig, das natürlich dann auch nachzuweisen. Teilweise im ersten Fall auch eher ein theoretischer Nachweis, im zweiten Fall naturwissenschaftlicher Nachweis. Das ist
Aber genau diesen Unterschied haben wir eigentlich auch nicht mehr. Und Ori Schlipper hat sehr schönen Aufsatz geschrieben, einerseits mit dem, was ich hier an der Seite nochmal groß gemacht habe. Ja, also mit diesem Schluss, dem Menschen bleiben keine Alleinstellungsmerkmale, außer vielleicht unser Hang, die Lebensgrundlage auf diesem Planeten tiefgreifend zu verändern. Also eher ein Negativbeispiel rausgebracht. Deshalb musste ich vorhin so ein bisschen grinsen und nach der Ironie fragen, als es um die Verantwortung für den Planeten ging. Aber was Uri Schipper hier eben auch sehr deutlich zeigt, ist, was Menschen Tieren voraus haben, ist eine kumulative kulturelle Evolution. Das heißt, diese Entwicklung findet und die Weitergabe von Entwicklung findet bei Menschen viel, viel schneller und viel, viel besser statt. Das ist das, warum wir in Häusern leben, warum wir mit Autos durch die Gegend fahren und ähnliches. Das ist sicherlich unbestritten. Und das ist vielleicht auch für so ein Lebewesen, was gar nicht so viel hat, um sich zu verteidigen. Ja, also es ist jetzt irgendwie kein besonders dickes Fell, was uns irgendwie schützt vor Angriffen oder vor Kälte. Wir sind jetzt nicht so unheimlich stark und mit Klauen oder beeindruckenden Zähnen oder ähnlichem ausgestattet. Da muss halt dann ganz viel tatsächlich über diesen Aspekt gelöst werden. Und da endet normalerweise bei meinen Vorträgen, wenn ich sie dann halten darf, tatsächlich so der Vergleich zwischen Mensch und Tier. Wäre nicht dann doch im letzten Jahr einige Studien rausgekommen, die sich mit kumulativer kultureller Evolution eben beim Tier, also hier sehen wir bei Schimpansen und Hummeln beschäftigen, die eben zeigen, dass die auch in der Lage sind, Tätigkeiten, Verhalten weiterzugeben, die nicht selbst erlernt sein könnten. Also wo man auf diese weitergegebenen Verhaltensweisen dann noch was weiterentwickelt, sodass die Verhaltensweise immer ausgefeilter wird. Also genau das, was man unter einer kumulativen kulturellen Evolution verstehen würde. Lange nicht so schnell. Also die wenigsten Hummeln fahren in Autos durch die Gegend und wohnen in Wolkenkratzern oder sowas. Aber vom Prinzip her eben was sehr ähnliches. Und das hatte ja auch jemand schon im Chat geschrieben, Julia, ne? Genau, Menschen gehören zu den Tieren. Es gibt keinen wesentlichen Unterschied. Ja, tatsächlich. Also dieses, worauf wir uns so oft berufen, da sind die Tiere, da sind wir, so ist es eben nicht, sondern die Grenzen sind unheimlich fließend. Und wenn man so eine Diskussion mal führen würde aus, ich stelle mir vor, ich wäre ein Elefant und überlege mir mal, was unterscheidet denn den Elefant von allen anderen Tieren? Und da wäre der Mensch dann bei allen anderen Tieren mit drin, wäre die Diskussion sehr ähnlich, wie wir sie gerade geführt haben. Jeremy Bentham hat schon im 18. Jahrhundert quasi sehr klar festgestellt, dass es gar nicht ebenso wichtig ist, ja, ob Tiere denken, ob sie sprechen können oder ähnliches, sondern dass es eigentlich nur darum geht, können sie leiden. Da sind wir bei Schmerzempfindung, da sind wir bei Emotionen. Und in dem Moment, wo ich quasi leidensfähige Geschöpfe habe, dann muss ich sie auch in irgendeiner Form beschützen, wertschätzen und ihnen Rechte zugestehen. Also es ist relativ alt und darauf baut sich sehr viel eben auch auf. Und ich würde mal bei diesem alten Weg bleiben, dass wir mal gucken, wie hat sich denn die Mensch-Tier-Beziehung verändert. Also ihr seht jetzt hier auf der linken Seite wahrscheinlich ein bisschen dunkel. Ich hoffe, es kommt bei euch halbwegs gut an. Einerseits hier so ein Gemälde, dörfliche Szene. Wir sehen hier Tiere, Menschen rumlaufen. Es ist vollkommen klar, dass es da ein Miteinander gibt. Da werden natürlich auch Tiere gegessen. Wenn die geschlachtet werden, werden die in der Mitte des Dorfes geschlachtet. Alle gucken zu und es wird alles vom Tier verwendet. Ne? Aus der Blut wird Blutwurst gemacht, Bregen wird gegessen, Bries, alles Mögliche. Hier unten eine Familie, ganz stolz mit ihren Schafen und der Hund mit der Aufgabe, klare Aufgabe, auf die Schafe aufzupassen. Und wir sehen, ja, also hier die Lämmer sind dem Ganzen näher als vielleicht der Hund. Heute hat sich das komplett umgedreht. Das heißt, Tiere, die wir essen wollen, wollen wir nicht zwingend als Tiere erkennen. Also wir raus aus den Städten, raus aus den Dörfern und hinter Mauern, sodass wir möglichst wenig mitkriegen, wie Tiere
aufgezogen, gemästet und dann irgendwann auch geschlachtet werden. Und Hunde, Companion Animals, dafür sehr viel näher an uns ran, teilweise vermenschlicht, teilweise eben zu nah, unhygienisch nah an uns dran und zum Familienmitglied geworden. Und die Vorstellung, die man natürlich gerne haben möchte, wenn man Milch trinkt und so, und das ist eben dieses sehr idyllische noch. Da wird die Kuh gemolken per Hand, da steht der Eimer, frische Milch und dann gibt es Melkfett noch manuell auf die Zitzen geschmiert, sodass es der Kuh unheimlich gut geht und es fast ein partnerschaftliches Teilen der Kuhmilch gibt. De facto sieht es natürlich ganz anders aus und das ist jetzt hier quasi so eins von den schöneren Bildern, aber es ist eben voll durchtechnologisiert. Hier merkt man, da muss noch viel per Hand gemacht werden, viel wird mittlerweile auch über Melkroboter gemacht und was uns auch auffällt ist, die Kuh ist schwarz-weiß, die Milch gibt. Das ist nicht hier so ein Fleckvieh als Zwei-Nutzungsrasse, wo man Bullenkälber mästen kann und Kuhkälber in die Milch gewinnen können. Nein, hier haben wir Hybridkühe, Holstein-Friesien-Kühe, wo man eigentlich nur mit den weiblichen Kälbern weiter verfahren kann. Die können wieder in die Milchproduktion hineingehen. Die männlichen Kälber sind einfach durch die Zucht nicht wirklich messbar. Mit denen kann niemand was anfangen. Das ist ein Abfallprodukt der Milchwirtschaft. Das wird dann schnell ins Ausland gebracht. Wir werden sicherlich, wenn Alexander Rabitsch kommt, über Drittlandexporte und Ähnliches reden. Das ist einfach ein Produkt von der industriellen Landwirtschaft, worauf wir gucken müssen. Und wo wir, oder beziehungsweise wo wir versuchen, nicht drauf zu gucken, sondern das so ein bisschen von uns fernzuhalten. Ja, Küken schreddern ist schwierig von uns fernzuhalten. Das ist jetzt ganz stark durch die Medien gegangen. Über Bullenkälber reden wir immer weniger. Und tatsächlich muss man auch mal im Freundeskreis rumfragen, wem ist denn eigentlich bewusst, dass eine Kuh, damit sie Milch geben kann, trächtig gehalten werden muss, dass das Kalb nach sehr kurzer Zeit von der Mutter wegkommt, sodass dann quasi die Kuh in die Milchproduktion geht, während das Kalb irgendwo im Kälberiglo oder dann in der Gruppe steht und mit Milchaustauscher gefüttert wird. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier gleich an die Fragen rankommen. Ich zeige mal hier Tiermedizin. Jetzt geht es um Hunde und Katzen. Das ist so, also wie ich früher noch in der Klinik war, ich war Gynäkologe. So sieht quasi eine Tierklinik aus, wenn minimalinvasiv eine Kastration, eine Oberhysterektomie bei der Hündin durchgeführt wird. War später in der Chirurgie, da wurden viel Hüftgelenksersatz bei Hunden eingeführt. Das ist vor allem in den USA, dass man quasi Nierentransplantation bei der Katze macht. Für viel Geld. Und ich würde hier mal schauen, dass wir hier so eine Quizfrage machen könnten. Soll Sollte ich die ich. starten? Das wäre super. Das würdest du mir, ja, hervorragend. Das sagen wir mal, ist das denn ethisch in Ordnung, so viel Aufwand in Haustiere zu betreiben, während woanders Menschen hungern, kein Dach über dem Kopf haben und wir geben hier vier-, fünfstellige Summen für Haustiere aus? Kann während ihr abstimmt nochmal erzählen, ich durfte mal auf einem internationalen humanmedizinischen Endoskopiekongress über endoskopische Kastration beim Hund berichten und stand dann so vorne, bisschen schüchtern und habe gesagt, naja, so sieht das in der Tiermedizin aus. Wir haben natürlich lange nicht so ein Equipment, wie Sie haben in der Humanmedizin. Und hinterher in der Diskussion ist ein Chefarzt auf Afrika aufgestanden und hat mich ernst angeschaut und hat gesagt, naja, es wäre ganz interessant gewesen, was ich da erzähle. Aber das Equipment, mit dem wir in Deutschland hier Hunde operieren, das hätte er gerne, um damit Kinder zu operieren. Und dann steht man erstmal sprachlos da und dann ist tatsächlich die Frage, ist das ethisch in Ordnung? 60%, achso, ihr stimmt noch ab. Sag mal, so ein Zwischenstand ist, 60% sagen ja, das ist ethisch in Ordnung. 17% sagen nein, 23% sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde hier mal stoppen. Wir können das ja mal, können wir es zeigen, ja.
Ja, was ist die, also da kann man natürlich lange drüber diskutieren. Was ist die verkürzte Antwort? Ja, natürlich ist das ethisch in Ordnung. Das ist genauso ethisch in Ordnung, wie dass wir zu dicke Autos fahren, dass wir mehr Paar Schuhe haben, als wir brauchen, dass wir mehr Paar Hosen haben, als wir brauchen. Also ja, das ist es erstmal. Aber es ist sicherlich was, was wir immer wieder hinterfragen müssen und wo wir immer wieder gucken müssen, ist es gerecht und sollten wir nicht für mehr Gerechtigkeit, da irgendwie auch sorgen können? Und das ist ja so die Seite, also da sind wir bereit, alles für unsere Familienmitglieder, Hund und Katze zu tun. Und es gibt natürlich auch eine Kehrseite. Also, und für mich fängt das schon an, wenn wir zu sehr vermenschlichen und mit, jetzt war wieder neulich ist Tag des Hundes heute, gestern? Ja, also auf einmal gibt es ganz viele Fotos von Hunden in lustigen Klamotten und dann kommt Halloween und dann sehen wir Hunde in ganz lustigen Gruselkostümen und ähnliches. Wir haben gerade nach der Pandemie wieder gesehen, da haben sich viele Haustiere zugelegt. Und wie die Pandemie vorbei war und die Lockdowns vorbei waren, waren auch viele wieder froh, wenn sie ihre Haustiere irgendwo losgeworden sind. Zum Glück, also als Glück im Unglück vielleicht, sind wenig ausgesetzt worden und deutlich mehr in Tierheime gegeben worden. Aber immer noch werden Hunde auch einfach nur ausgesetzt. Katzen, Schildkröten, andere Tiere ähnlich. Und wir haben natürlich auch sowas hier, Animal Hoarding, als so eine ganz besondere Form der Tierliebe, aber auch des Messitums, die natürlich ähnlich tierschutzrelevant sind. Ja, also das ist einfach die Kehrseite dieser unheimlich großen Nähe. Zeig mir hier Pferde. Ja, auch, gehören ja auch zu den Companion Animals, also auch zu den Tieren, die uns unheimlich nahe sind. Früher sehr stark im Arbeitseinsatz, vor allem in der Landwirtschaft, noch stärker im Einsatz und teilweise ja der Grund, warum man die tiermedizinischen Unis mitgemacht hat, gab so zwei Gründe: Seuchenzüge und Sicherstellung der Lebensmittelversorgung. Und der andere war einfach Kriegsmaschinerie. Ja, also Pferde wurden in der Kavallerie und Ähnlichem benutzt. Das gibt es beides ganz, also oder würde ich jetzt mal sagen, Kriegsmaschinerie gibt es gar nicht mehr als Pferd, im Arbeitseinsatz teilweise nur noch in den Forsten, also ganz wenig, sondern ganz stark eben als Companion Animal, als Reittier und damit auch wieder ein sehr geliebtes, sehr nahes Tier. Und machen wir die zweite Frage auf. Machst du wieder, ja. Und das ist jetzt tatsächlich, das ist ein bisschen her, ja, also 11 Jahre, hat man festgestellt, dass in fertiger Lasagne Pferdefleisch drin ist. Das war ein Riesenskandal. Ist durch alle Medien durchgegangen und der Skandal, also das kann natürlich einerseits sein, ja, also es ist, sehen wir hier Hunden, es könnte Medikamenten belastet oder Gammelfleisch sein oder ähnliches, aber gesellschaftlich war der Skandal vor allem, dass Pferde eben die guten Tiere sind, die man nicht isst, sondern die man streichelt und liebt, während Rinder und Schweine, die auf der Verliererseite sind, nämlich die, die gegessen werden, und die nicht gestreichelt werden. Wer mal mit dem Rind gekuschelt hat, weiß, dass das deutlich angenehmer nochmal ist als mit dem Pferd. Also Pferde sind schon toll, aber Rinder sind natürlich absolut klasse, ja. Und knuddelige Rinder gibt kaum was Besseres. Und auch Schweine, unheimlich nette Tiere. So, wir gucken mal auf die Abstimmung und tatsächlich die wenigsten von euch, 8%, sagen, ja, es ist schlimmer, Pferdefleisch zu essen als Rind oder Schwein. Das hat die Welt anders gesehen damals. Anderer Fall, ähnlich, Zootierfütterung, 2014. Ich sehe, ich bin schon ein bisschen älter oder ich beschäftige mich ein bisschen länger damit. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere noch daran. Im Kopenhagener Zoo war eine Giraffe übrig. Darüber kann man schon sehr lange diskutieren und das wird Markus Wild auch hoffentlich mit uns machen, wenn er seinen Vortrag über Zoos hält. Also es war eine Giraffe da.
die kein anderer Zoo wollte. Und dann hat der Kopenhagener Zoo beschlossen, naja, also ein artgerechteres Futter für unsere Löwen als eine Giraffe werden wir nicht finden, also werden wir sie schlachten und den Löwen zum Fraß vorwerfen. Da das aber ja ganz interessant ist, wie so eine Giraffe auch von innen aussieht und ähnlich ist, werden wir diese Sektion quasi in einem abgeteilten Zoo vor interessierten Besuchenden machen. Und alles war schlimm für die Presse. Also war schlimm, dass so ein nettes Tier, also da waren wir wieder auf der guten Seite der Tiere, also ein nettes Tier wie eine Giraffe, überhaupt verfüttert wurde. Und dass man das dann noch öffentlich gemacht hat und vielleicht sogar Kinder haben zugucken können, dass dieses Fleisch aus einem so netten Tier geschnitten wird, das ist ganz schrecklich. Dass wir parallel mit den gleichen Kindern 2 Stunden anstehen, um zu schauen, wie Seelöwen mit Heringen gefüttert werden, was auch übrigens nette Tiere sind, oder dass wir in Zoos Ziegen, Hühner und ähnliches, Ratten, Mäuse, Tausende an der Zahl züchten, um damit Tiere füttern zu können, das wird alles ausgeblendet, weil das sind ja nicht die netten Tiere wie die Giraffen, sondern das sind wieder die Futtertiere, die Nutztiere. Also auch da sehen wir, was wir für Unterschiede machen, und zwar Unterschiede, die wir nicht gut begründen können. So, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe schon gesagt, Markus Wild, guckt genauer drauf, und trotzdem nehme ich mal diesen einen Punkt mit, nämlich bis in die 1930er Jahre gab es noch Völkerschauen. Da wurden in Zoos Menschen ausgestellt. Hier ein Bild von Hagenbeck. Was man mühsam versucht aufzuarbeiten, was nicht besonders gut klappt, wo man sich immer noch sehr schwer tut. Und was, wo man wahrscheinlich, wenn man mal heute fragt, und das können wir mal direkt machen. Julia? Kommt. Achso, nee, warte, nee. Ja, Falsch. wir lassen sie trotzdem laufen. Naja, genau. Wo man jetzt heute wahrscheinlich sagen würde, ja, also Völkerschauen, Katastrophe. Ja, also Menschen auszustellen, ganz schrecklich. Und die Frage ist eben, wie ist denn das mit den Tieren? Ist das nicht genauso schrecklich, diese auszustellen? Jetzt hier ein sehr plakatives Foto von dem Löwen mitgebracht, aber wir sehen da neben diesem, das, was wir bei Menschen sagen, wie demütigend das ist, dort Menschen auszustellen, neben dieser Demütigung sehen wir eben auch noch ganz viele Schäden in hier tatsächlich körperlich Stereotypien, also Verhaltensanomalien von Tieren, die nicht artgerecht gehalten werden. Also viele Probleme, die wir da sehen werden, wenn Markus Wild darüber spricht. Und ich gucke hier parallel, was ihr sagt. Warum sind Zoos wichtig? Und ich zeige das mal schnell. Also über die knapp 60% von euch sagen, sind nicht wichtig. Also nichts von alledem. Artenschutz und Bildung sind sonst ganz weit vorne. Naturschutz mit 5% nur ein bisschen angeklickt. Genau, man konnte mehrere anklicken. Also wir haben deutlich, es kann über 100% gehen, das Ganze. Diese drei Gründe, Artenschutz, Naturschutz, Bildung, das ist das, was die Zoos selbst sagen, wofür man sie braucht. Die Tierschutzorganisationen sind sich da erstmal relativ uneins. WWF sagt noch, ja, Zoos können einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leisten. Peter sagt, nee, also reden nicht über das Können, sondern sagen, sie tun es eben nicht. Und tatsächlich haben wir 2019 bei einer kleinen Anfrage im Bundestag eben gesehen, es wird mehr aus der Natur entnommen, als tatsächlich ausgewildert wird, sodass das mit dem Artenschutz eben einfach ein schwieriges Argument ist. Bildung, ja, da kommen jetzt die BildungsforscherInnen in uns wieder raus. Ja, Bildung kann man anders deutlich besser erlangen, als man das durch Zoos machen könnte. Ich glaube, das Thema ist vor allem durch Robert Mark Lehmann, der in 3 nach 9 mal ganz hervorragend gerantet ist über Zoos, auf die Tagesordnung gesellschaftlich gekommen. Ich freue mich sehr, wenn wir im weiteren Verlauf der Ringvorlesung da nochmal sehr drauf fokussieren und da auch nochmal drauf gucken. Tierversuche. Und da hauen wir gleich die nächste Umfrage nochmal raus. Ein ganz schwieriges Thema. Findet ihr Tierversuche ethisch vertretbar? Ja, nein, weiß nicht. Und ich gebe zu, wieder explizit Bilder
Und das auch so ein bisschen, weil wir das in unseren Mensch-Tier-Beziehungskursen, die wir so in kleinen Gruppen gemacht haben, viel darüber diskutiert haben, wie gehen wir denn mit Chimären um? Ja, also wenn Erbgüter hier zusammengeführt werden. Und wir schauen mal schnell. Also das ist das Spannende, und ich darf das ja in ganz unterschiedlichen Settings über Mensch-Tier-Beziehungen, über Tierethik und Ähnliches diskutieren darf, dass es oft eine sehr klare ablehnende Meinung zu Tierversuchen gibt. Ja, da findet man schnell Einigkeit. Wenn man mal guckt, sind die Tiere, die in Tierversuchen leiden und getötet werden, verschwindend gering gegen die, die geschlachtet werden. Und das ist super, dass so viele Menschen sich über Tierversuche Gedanken machen und sagen, nein, das wollen wir eigentlich nicht und das ist ethisch nicht vertretbar. Aber es ist natürlich schwierig, wenn wir das machen, während wir uns einen Schnitzel reintun oder fröhlich eine Käsestulle essen oder irgend sowas. Ja, also da tun wir uns nichts Gutes. Und tatsächlich würde ich auch sagen, Tierversuche in dieser Ringvorlesung fast ein bisschen unterrepräsentiert. Wir haben es nur im Barcamp drin. Wir werden das Ganze im Sommersemester nochmal machen, da deutlich stärker nochmal auf Tierversuche eingehen. Einerseits ein Bereich, wo unheimlich viel über dieses 3R-Prinzip gemacht wird, wo man sehr genau hinschaut. Man würde sich in vielen anderen Tierhaltungen wünschen, dass so genau auf die Tierhaltung geschaut wird, dass so sehr geguckt wird, ob die Leute kompetent genug sind, ob man das Ganze nicht ersetzen könnte. Nichtsdestotrotz müssen wir eben auch sehen, es gibt immer noch 3 Millionen Tierversuche, wir haben immer noch kein Ausstiegsszenario und das ist das, was wir mit dem 3R-Prinzip eigentlich wollen. Wir haben also NAMs, Non-Animal Methods, die gar nicht genug eingesetzt werden, sodass wir sicherlich auch über diese 3 Millionen reden müssen. Aber wir müssen eben auch über die 760 Millionen reden. Jetzt könnt ihr ja mal, jetzt suche ich hier mal nach meinem Chat parallel, wie das da auch reingucken kann, in den Chat mal eine 1 machen, wer diese Bilder sieht und sagt, so, jetzt kriege ich Hunger und gerne auch eine 2, wer sagt, nee, kriege ich nicht. Ihr seht, ich gucke so ein bisschen zur Seite, weil da laufen jetzt eure 2 durch. Okay, jetzt würde ich mich auch nicht mehr trauen, eine 1 zu machen. Aber es gibt auch Einsen. Es ist auch Okay, okay, das eine ist. Eins zu schicken. Okay, ja, gibt es Einsen? Also bei mir werden die Ganz kognitiv am Anfang habe ausgelesen. ich Okay, Einsen gesehen. ja, Jetzt das traut war. sich niemand mehr. Traut euch Ja. ruhig. Also die wenigsten. Und also ich darf wirklich in ganz unterschiedlichen Blasen solche Vorträge halten. Also ich halte die jetzt nicht nur in Veganer-Blasen, sondern ich darf den in vielen Rotary-Clubs halten und ähnliches. Das sind jetzt nicht die vegansten aller Vereinigungen. Und ganz wenige sagen da, ja, das macht mir wirklich Hunger. Das sind meistens Männer in meinem Alter, die ich durch den Vortrag bis dahin schon so getriggert habe, dass sie sagen, so, dem zeige ich es jetzt, die heben da dann mal die Hand. Und die von euch, die Fleisch essen, würden wahrscheinlich bei diesen Bildern da drunter, die das gleiche Tier sind, schon Hunger bekommen. Ja, also da geht es mir, obwohl ich so lange vegan bin, schon fast so, dass man zu speicheln anfängt, weil ich ja eben auch so sozialisiert worden bin, dass das quasi das Festtagsessen oder so ist. Das heißt aber auch, dass wir uns in unserer Ernährung einfach komplett von dem Tier getrennt haben. Und das nennen wir Meat Paradox oder auch kognitive Dissonanz. Also, dass wir einerseits sagen, oh, das sind nette, schöne Tiere und es ist eben auch nicht schön, wie wir das auch bei den Tierversuchen gesagt haben, es ist nicht schön, wenn Tieren Leid passiert. Natürlich sind Tiere schützenswert, aber dass wir uns auf dem Teller anders entscheiden. Und das ist natürlich auch, weil wir das eben gut voneinander trennen können. Das sieht eben hier nicht zwingend nach einem Lamm, nach einem Schwein, nach einem Kalb, nach einem Kaninchen oder nach einem Huhn aus, sondern das sieht nach Essen aus. Ja, das heißt, wir haben, um diese kognitive Dissonanz eben aufrechtzuerhalten, präventive Strategien gebildet, Vermeidung, bewusste Unwissenheit, Dissoziation, also das voneinander trennen, das soll abgepackt sein und ähnliches, sodass wir des guten Gewissens vermeintlich essen können. Am stärksten zeigt sich unsere kognitive Dissonanz zum Beispiel im Film. Macht mal, also ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie alt ich bin. Wer von euch hat denn noch ein Schweinchen namens Babe gesehen?
Eins in den Chat, wer ein Schweinchen namens Babe gesehen hat. Ein Film, in dem es, ihr ahnt, es um ein Schweinchen geht, was Babe heißt. Ein unheimlich nettes Schwein, was gerne ein Hüteschwein werden möchte, also auf Schafe und ähnliches aufpassen möchte, während der Bauer möchte, dass es Brotbelag wird. Also soll Babe zum Schlachten kommen. Und ich glaube, es 90 Minuten, das ist ein alter Film, der irgendwie nicht so lange gedauert. 90 Minuten lang fiebern wir mit diesem Schwein mit und freuen uns total, dass es am Ende ein Hüteschwein wird und nicht geschlachtet wird. Und wir gehen aus dem Kino raus und wir gehen zu McDonald's und wir hauen uns erstmal einen Hamburger rein. Das ist kognitive Dissonanz. Ja, da kriegen wir das komplett getrennt von diesem netten Schwein, was wir eben noch retten wollten, zu dem, was wir uns jetzt fröhlich reintun. Und deshalb wollen wir auch möglichst nicht Sachen essen, die noch so aussehen wie Tier. Ja, also Zunge. Ja, super eklig. Ich habe Theresa sich schon schütteln sehen und vielleicht geht das bei euch ganz vielen vor dem Monitor genauso. Also die Vorstellung, Zunge zu essen, ganz, ganz furchtbar. Ja, in Europa die Vorstellung, Meerschweinchen zu essen, was in Südamerika, genau, Anna schreibt gerade, in Afrika war Zunge immer eine Delikatesse. Ich muss ehrlich sagen, Peter ist wahrscheinlich meine Generation. Also früher gab es das ganz oft, ja, Schwein, also Rind hier oder Schwein und ähnliches. In Südamerika ist Meerschweinchen quasi ein Nutztier, wird gehalten. In Deutschland ist Meerschweinchen ein Heimtier. Manche werden so gemästet, als würde man sie essen wollen. Aber alle finden den Gedanken ganz schrecklich. Diese Experimente kennen wir auch, wenn in der Fußgängerzone geschlachtet wird. Also das, was ich bei dem Bild ganz am Anfang erzählt habe, was früher ganz normal war, das empfinden wir als furchtbar, halten den Kindern die Augen zu, und wollen nicht, dass das gesehen wird. Das ist kognitive Dissonanz und da lügen wir uns quasi was in die Tasche, um bei unseren Gewohnheiten zu bleiben, bei einem vermeintlichen Geschmack. Und Heidemarie hat gerade geschrieben, wenn Tiere essen, dann alles. Ja, also das Gegenteil ist der Fall. Ne? Also wenn wir gucken, wie viel, also hunderte Millionen Hühner schlachten wir in Deutschland im Jahr, davon benutzen wir eigentlich nur das Brustfleisch. Alles andere wird entweder exportiert oder weggeschmissen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Milch. Time Magazine hier. Also es gab den Trend und gibt den teilweise immer noch, dass Kinder sehr lange bis ins Grundschulalter gesäugt werden. Und deshalb mal die Frage, Julia, wie geht es euch mit Langzeitstillen? Findet ihr das ganz normal, irgendwie merkwürdig oder keine Ahnung? Das Bild hilft vielleicht, eine Vorstellung davon zu kriegen für alle, die da noch nicht so oft drüber nachgedacht haben. Schmalzaugen werden seziert im Biounterricht. So, wir gucken mal. 300 haben geantwortet. Wir machen hier mal Pause und ich zeige das mal. Also, wir sehen hier, 7% finden das ganz normal. Knapp 80% finden das merkwürdig. 14% haben sich da noch nicht abschließende Meinung zu gebildet. Ja, genau. Ich finde es auch merkwürdig, aber genauso merkwürdig ist es natürlich dann, Kuhmilch zu trinken. Da gibt es keinen ganz großen Unterschied. Auch das ist Muttermilch. Das ist Muttermilch für Kälber, die wir quasi den Kälbern wegnehmen. Peter hat ja mal so eine Aktion mit Hundemilch gemacht, wo sie Leute hat Milch trinken lassen und dann hinterher gesagt hat, das wäre Hundemilch und jeder hat sofort ausgespuckt. Auch das ist kein Stück ekliger als Kuhmilch zu trinken. Wir sind es nur weniger gewohnt. Das ist diese Sozialisation. Wir sind darauf sozialisiert, dass Kuhmilch was ganz Normales ist. Wir wundern uns, dass wir, wenn wir keine Kuhmilch mehr trinken, wir laktoseintolerant werden, also Laktase im Körper nicht mehr vorhanden ist, weil es eben auch nicht ganz natürlich ist, sondern es ist fürs Kinderalter, wenn wir Muttermilch trinken und nicht eben dann, um es zu perpetuieren, bis ins hohe Erwachsenenalter. Wenn man es perpetuiert, dann und immer weiter trinkt, wird man immerhin nicht laktoseintolerant. Aber es bleibt das Gleiche, als würde man sich in der Grundschulpause noch schnell von Mutti stillen lassen. Aber in Indien haben Kühe das doch gut, oder?
Gerne mal eine Eins in den Chat, wenn ihr sagt, ja Mensch, das ist super. Anne-Maria schreibt gerade, Chinesen haben gar keine Laktase. Das ist total spannend, ne? Das haben wir immer gesagt. Die Asiaten haben keine Laktase, deshalb vertragen die Milch nicht. Wenn man jetzt Studien anschaut, lag das vor allem daran, dass die nicht auf Milch sozialisiert waren, sondern dass es da diesen Milchkultur, wie wir sie haben, nicht gegeben hat, sodass die quasi dann keine Milch getrunken haben, dann keine Laktase mehr hatten, dann irgendwann wieder welche getrunken haben. Jetzt haben sie diese Milchkultur, jetzt behalten sie die Laktase, die natürlich als Baby schon brauchen, weil sie ja auch Muttermilch trinken, behalten sie durch und man stellt auf einmal fest, es war was Sozialisiertes und nicht was Physiologisches. Okay, ganz viele haben gesagt, nein. Ja, super, genau. Ganz viele von euch haben eine 2 reingegeben, also gesagt, ja Mensch, diese heiligen Kühe, die haben es auch nicht viel besser. Das ist tatsächlich so, weil das ist auf der Straße. Ja, alle weichen den Kühen aus und das ist im Hinterhof. Indien ist einer der größten Lederproduzenten weltweit und das unter ganz schrecklichen Bedingungen. Viele von euch werden schon mal die Fotos gesehen haben, wie die Rinder heute da. Genau, Stefanie schrieb auch gerade im Chat Leder. Schon allein da haben wir eine Paradoxie im Verhalten den Tieren gegenüber. So, ich bin fast durch und normalerweise arbeite ich immer ohne explizite Fotos. Jetzt kommen 4, 5 Folien, wo schon auch explizite Fotos drauf sind. Das heißt, vielleicht, wenn ihr das nicht vertragt, Triggerwarnung, dreht euch weg, klappt das Laptop ein bisschen zu. Hört nur den Ton zu. Ich glaube, vieles von dem werdet ihr auch auf der Tonspur mitkriegen. Die, die es vertragen, schauen sich einfach auch die Bilder an und gehen da durch. Ich habe versucht, nicht super schlimme Bilder zu nehmen, aber ein bisschen schlimm sind sie für einige schon. Ich fange mal an mit den Färöern. Färöer kennen wir alle, große Delfin- und Waljagden. Wir alle kennen diese Bilder und Fotos und Videos aus den Buchten, wo das Wasser nicht mehr blau oder grau ist, sondern nur noch rot. Und wir sehen hier die aufgebahrten Wale. Und das ist schlimm, oder? Also gerne eine empörende Eins in den Chat, wenn ihr sagt, ja, das ist furchtbar. Und jetzt zeige ich quasi einen Vergleich. Also, und wenn man mit den Menschen auf den Färöern spricht und sagt, mein Gott, warum macht ihr das? Dann sagen sie, naja, wir essen das und das ist unsere Tradition. Und wenn ich mir jetzt das Bild anschaue, dann ist es nicht ganz anders als das, was wir auf den Färöern gesehen haben. Eine Treib- und Rückjagd in Deutschland. Und wenn wir mit den Menschen sprechen, die das gemacht haben und sagen, Mensch, warum macht ihr das? Warum schießt ihr alle weg? Dann sagen sie, naja, wir essen die und das ist unsere Tradition. Und wenn wir uns die Bilder angucken, essen wir sie nicht mal. Und ich bin froh, dass Rudolf Winkelmeier in einer der nächsten Wochen kommt und wir da über Jagd sprechen können und da eben auch genau schauen, was bedeutet das denn eigentlich? Ich fand bei Seaspiracy eine großartige Szene, wo einer von den Fischern bei den Färöern gefragt wurde, wie er das denn aushalten kann. Und der gesagt hat, naja, also ich töte ein Tier und meine Familie ernährt sich davon über den ganzen Winter. Und du tötest für dein Abendessen 2 Tiere, weil du Chicken McNuggets irgendwo isst. Und solange du nicht vegan bist, erzähl mir nichts über Wale töten. Ja, vielleicht auch ein Punkt. Es kommt noch mal eine Bilderserie, also noch mal wieder ähnlich. Also wie leicht es ist, sich quasi über Sachen zu beklagen, die im Ausland passieren worüber wir dann vielleicht manchmal den Blick ins Inland auf unsere eigene Sozialisation, unser eigenes Tun verlieren. Das wahrscheinlich ist vielleicht das schlimmste Bild von allen, also deshalb, wer es nicht verträgt, besser weggucken. Es geht ums China Dog Meat Festival. Einmal im Jahr, also zwischendurch hört man immer wieder, es würde abgeschafft werden und dann kommt es doch und es werden da Hunde gegessen und diese Hunde werden unter den schrecklichsten Bedingungen getötet, werden teilweise lebend in kochendes Wasser geschmissen. Es ist schrecklich und komplett Social Media geht steil. Jede Influencer muss quasi was dazu sagen und tatsächlich, das ist schrecklich, was mit Hunden da gemacht wird. Ja, also eins in den Chat von mir, das ist wirklich furchtbar. Das Problem ist nur,
Es ist eben ganz einfach zu sagen, es ist schrecklich, was in China passiert. Wir könnten aber auch genauso gucken, was passiert denn mit diesen Millionen von Tieren, die bei uns immer geschlachtet werden. Und jetzt hier mal, und da werdet ihr sehen, okay, das ist die Taz, und die Taz ist jetzt vielleicht der einen oder dem anderen auch nicht objektiv genug, und das ist ganz schrecklich. Da bin ich nochmal in die richtigen Quellen reingegangen, und das sind jetzt hier Dissertationen von der LMU München. Die wird jetzt nicht irgendwie im Verdacht stehen, irgendwie linke Propaganda irgendwo zu verbreiten. Und hier schauen wir mal. Schlachtbetrieb mit Schwein, korrekter Zangenansatz bei 20 von 50 Tieren. Zange ist die Elektrozange, mit der Schweine betäubt werden. 40% waren korrekt betäubt. Lautäußerung aufgrund Stromschlag waren 10%. Bewusstlosigkeit auf der Entblutestrecke, also das, wo die Tiere bewusstlos sein sollen, wo sie entbluten, um dann in den weiteren Schlachtprozess reinzugehen, 21 von 50. Wir schauen uns das nochmal Schlachtbetrieb mit Rindern an. Bolzenschuss hat gesessen in 90%, relativ hoch, heißt aber auch 10% sind nicht richtig mit dem Bolzen geschossen werden. Noch mehr, also 7 von 50, 14%, war nicht bewusstlos auf der Entblutestrecke. Und wer Schlachthöfe kennt, weiß, was nach der Entblutestrecke passiert. Absetzen der Gliedmaßenspitzen, Enthäutung. Eine andere Dissertation ebenfalls von der LMU München hat festgestellt, also man müsste eigentlich eine Frist von 5 Minuten nach dem Entblutestrich einhalten, um eine tatsächliche vollständige Erschlaffung und damit eine absolute Möglichkeit, eben die Tiere weiter zu schlachten, durchgeführt zu haben. Ja. Das, also quasi eine Tötung, das haben wir eben lange nicht, sondern wer am Schlachthof war, weiß, wie da im Akkord geschlachtet werden muss und wie schnell das quasi geht, vom Entbluten, vom Stich zum weiteren. Und das ist einfach was, was wir, und da sind wir auch wieder bei dieser kognitiven Dissonanz, was wir uns nicht vor Augen führen wollen. Es ist richtig, natürlich auch bei anderen anzumahnen, was Tierschutz, tierrechtlich nicht in Ordnung ist. Aber wir können nicht die Augen verschließen vor dem, was bei uns passiert. Letzte Folie tatsächlich, weil sie mich so beeindruckt, und ich habe euch das Buch Die Tierbrüder auch auf der Webseite nochmal verlinkt, das ist von Edgar Kupfer-Kobawitz. Edgar Kupfer-Kobawitz, jemand, der im Holocaust im Konzentrationslager Dachau saß, der die Dachauer Tagebücher geschrieben hat. Und nachdem er die geschrieben hat, hat er ein Buch geschrieben, Die Tierbrüder, und hat über das Mensch-Tier, über die Mensch-Tier-Beziehung quasi ein Buch geschrieben. Und das ist jemand, der wahrscheinlich den größten Schrecken erlebt hat, den Menschen erleben können, und ist danach losgegangen und hat über Tiere geschrieben und sein Mitgefühl und sein Herz für diese geöffnet. Und das hat mich unheimlich beeindruckt. Ich habe eine ganz kleine Passage aus dem Ganzen hier als letzte Folie für euch nochmal mitgebracht, weil es eben auch zeigen kann, wie wir auch über Tiere denken können. So, soweit erstmal. Und jetzt habe ich aber gesehen, Theresa, du hast immer zwischendurch fleißig mitgeschrieben und damit wahrscheinlich auch Fragen und Anmerkungen irgendwie aufgenommen. Das ist gut, weil ich habe wirklich nur sporadisch, nämlich wenn irgendwie gerade eine Umfrage oder ähnliches lief, in den Chat geschaut. Ja, ich habe viel mitgelesen auf jeden Fall. Und was ich total spannend finde, ist, wie viel verschiedene Themen ihr jetzt hier schon im Chat aufgemacht habt, die auch in den folgenden Terminen auf jeden Fall nochmal angesprochen werden. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, am Anfang ging es eine Zeit lang zum Beispiel um vegane Ernährung bei Hunden oder generell bei Haustieren. Das war irgendwie so ein großer Punkt. Dann hat eine Person geschrieben, das können wir vielleicht nochmal fürs nächste Mal mitnehmen, dass es interessant wäre zu wissen, wie die Personen, die hier in der Veranstaltung sind, sich ernähren. Dann genau, gab es eine große Diskussion auch nochmal um ja, Tötung von Tieren generell. Und ich glaube, ja. Viele, viele spannende Themen. Jetzt geht gar nicht. Vielleicht starten wir hier unten nochmal. Weil ich glaube, viel war auch eine Diskussion untereinander. Und ich glaube, da müssen Okay, wir super. in Zukunft vielleicht so ein bisschen schauen, dass wir die Chats ein bisschen unterschiedlicher nochmal nutzen. Also, dass wir den Fragen- und Antwort-Chat zum Beispiel nochmal ein bisschen haben, um jetzt wirklich offene Fragen nochmal
ja, am Ende zu diskutieren. Und dass ihr hier untereinander diskutiert im Chat, ist absolut fein und gut. Das war ganz cool, was hier alles so los war. Aber es scheinen die Chats jetzt auf jeden Fall beide für alle zu funktionieren, oder? Da hatten wir am Anfang so ein bisschen Probleme. Sind die Chats freigeschaltet? Und dann würden wir vielleicht tatsächlich ab dem nächsten Mal sagen, wenn es Fragen sind, die wir in der Diskussion nochmal aufnehmen sollen, beantworten sollen, würden wir die ab nächsten Mal in den Fragen- und Antwort-Chat reintun. Wenn es so Diskussionen untereinander und so ist, und Reaktion direkt, dann würden wir das in dem Webinar-Chat, heißt der hier, glaube ich, ne? Würden wir das da durchführen. Suchst du nach einer Frage oder muss ich gerade suchen? Ich glaube, wir müssen beide gerade suchen. Okay. Ich habe nach zu vielen Einsen gefragt, ne? Das macht das Scrollen nicht ganz einfach. Ja. Nee, ein Punkt, der jetzt am Ende nochmal aufkam, war zur Vergasung von Schweinen. Da wurde auch nochmal ein Film empfohlen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst. Ja, wie das funktioniert. genau, ist ja tatsächlich, also Schlachtung muss unter Betäubung erfolgen. Also es gibt quasi auch noch betäubungslose Schlachten aus religiösen Gründen, also viel diskutiert, aber meistens findet Schlachten unter Betäubung statt und dann ist immer die Frage, wie wird betäubt? Und bei Rindern wird mit Bolzenschussgerät betäubt. Bevor es BSW, also Rinderwahn, gab, gab es zusätzlich noch Rückenmarkszerstörer. Das heißt, man ist durch dieses geschossene Loch dann nochmal mit sowas wie so einem Eisenstange, Eisenhaken rein und hat das Rückenmark zerstört. Das ist aufgrund der BSE-Gesetzgebung nicht mehr erlaubt. Das macht es eben auch zu einer noch größeren Herausforderung, tatsächlich sauber zu schießen, saubere Betäubung dahin zu kriegen. Bei Schweinen gibt es zwei unterschiedliche Betäubungsarten. Also es gibt einmal Elektrozange, da wird quasi die Zange am Schwein eingesetzt und mit stark Strom durch das Schwein durchgeleitet und damit für eine Betäubung gesorgt, also Einzelbetäubung, dann geht das Schwein weiter. Und die andere Methode ist die CO2-Betäubung. Und lange oder früher hat man gedacht, die CO2-Betäubung ist die deutlich bessere Betäubung. Also im Endeffekt gehen Schweine einzeln oder in Gruppen in extra Kammer, sieht fast aus wie so eine Baggerschaufel rein, die wird abgesenkt, in CO2 eingesenkt. Und dann ist die Vorstellung, dass die Schweine relativ sanft in einen Betäubungszustand übergehen. Wenn man sich Filme anschaut, und es sind gerade eben wieder ganz viele Filme durch die Presse und durch die sozialen Medien durchgegangen, wie diese CO2-Betäubung tatsächlich aussieht, merkt man eben, dass das ein ganz schöner Überlebenskampf ist und dass das eben überhaupt nicht sanft und schön ist, sondern fast noch schrecklicher als mit den, oder schrecklicher als mit den Zangen zu arbeiten. Ich glaube, da würde die Frage hingehen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich habe die Frage nicht gesehen, sondern nur gehört von dir. Ja, und vielleicht, weil das oben so groß und breit diskutiert wurde, nochmal zur veganen Ernährung von Hunden und Katzen. Das scheint hier irgendwie ein Thema zu sein, was total viele beschäftigt. Ob das jetzt eigentlich wirklich gut ist oder nicht. Und da wurde angeführt, dass es eben Studien gibt. Und es gab aber so ein bisschen die Frage, okay, wer führt denn diese Studien eigentlich durch? Sind das am Ende irgendwie die HerstellerInnen des veganen Futtermittels oder wer ist das eigentlich und wie gut funktioniert das? Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Ja, also wobei ich da wirklich, wirklich nicht tief drin bin. Also ich würde mal mit dem hintersten Punkt anfangen. Also wer führt die Studien durch? Ich glaube, die werden tatsächlich sowohl natürlich von Herstellern von solchen Futtermitteln, also das ist wie wenn man klinische Studien für Pharmazeutika macht, natürlich werden die auch von den Firmen durchgeführt und müssen auch durchgeführt werden. Also jetzt beim Futter muss es wahrscheinlich durchgeführt werden, aber da ist natürlich ein Interesse daran. Das Interesse ist aber genauso gut bei Bildungsstätten, bei Universitäten und Ähnlichem. Also da würde ich sagen, gibt es eine große Vielzahl an Studien und es gibt natürlich also immer die Angst, dass man einen Bias oder eine Beeinflussung der Wissenschaft hat, aber es gibt eben auch sehr viele Qualitätskontrollsysteme in der Wissenschaft, die darauf aufpassen, dass Studien eben auch tatsächlich verfügbar sind.
und nutzbar sind im Sinne von, dass sie legitim und hergestellt wurden. Ich Und würde eine. sagen, also man muss ein bisschen trennen, also wen will ich denn vegan ernähren? Also das ist bei Hunden sicherlich deutlich einfacher, Hunde vegan zu ernähren als Katzen. Ja, also weil Katzen eben tatsächlich reine Fleischfresser sind, während Hunde auch Fleischfresser sind, aber sich da eben auch gemischter ernähren. Im Moment geht tatsächlich die Diskussion also bei Hunden war das schon lange und auch deutlich einfacher möglich, die vegan zu ernähren, wenn man das denn möchte. Bei Katzen war das eigentlich lange so, dass man gesagt hat, es gibt zwar Angebote, aber es funktioniert nicht. Das ändert sich aber im Moment gerade, aber da bin ich wirklich gar nicht so tief drin. Das müssten wir auch nochmal nachschauen und da nochmal gucken. Und tatsächlich, glaube ich, ist es eine Herausforderung, die man sich überlegen muss. Also man sagt, also ich will mich vegan ernähren, oder ich möchte mich weniger Fleisch oder mit Fleisch, was nicht aus industrieller Tierhaltung oder Ähnlichem kommt, ernähren. Und ich ernähre aber meinen Hund und meine Katzen irgendwie mit dem Tierfutter vom Discounter, wo ich nicht weiß, von was für Tieren das Fleisch denn kommt, dann ist das sicherlich auch eine ethische Herausforderung, der man sich zu stellen hat. Ja. Eine Person hat noch geschrieben, ob vegane Landwirtschaft keine Lösung ist. Und ich glaube, da können wir total gut auf den 31.10. verweisen. Da kommen Mike und Marco Möller zu uns und berichten vom Wandel zum biozyklisch veganen Hof. Die übernehmen den Hof von ihren Eltern und ja, berichten von diesem spannenden Prozess. Und was ich daran so besonders spannend finde, ist, dass da auch nochmal ganz deutlich aufgezeigt wird, dass es eben nicht nur schwarz und weiß ist und dass es einfach total schwierig ist, all diese Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel den Hof zu einem veganen Hof zu machen und dass es immer Punkte gibt, wo man sagen muss, hey, da müssen wir irgendwie Abstriche machen, da leben jetzt schon Tiere auf unserem Hof, wie gehen wir damit weiter vor? Und ich glaube, das ist was, wozu wir hier in dieser Ringvorlesung auch total aufrufen wollen, dass es hier eben nicht darum geht, jetzt Leute anzuzählen und zu sagen, hey, alle müssen vegan sein und ich glaube, dazu rufen wir auch im Chat noch mal ein bisschen auf. Seid achtsam miteinander, seid nett miteinander. Alle bringen hier ihre eigene Meinung ein und es ist total wichtig, zusammen zu diskutieren. Aber niemand ist besser oder schlechter, weil man Dinge so oder so macht. Und ich glaube, das wäre total schön, wenn wir uns das für die nächsten Veranstaltungen auch bewahren können, nett miteinander zu diskutieren. Und alle haben Dinge, die ihnen leichter oder schwerer fallen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dazu in Austausch zu kommen, warum das eigentlich so ist und vielleicht auch so ein bisschen die psychologische Komponente besser zu verstehen. Genau, aber auf einer Ja. sachlichen Ebene zu bleiben. Nein, ich glaube, es ist super, dass du das nochmal sagst. Und tatsächlich, klar, haben wir provokativ die Ringvorlesung Go Vegan genannt. Und Albert hat das ja sehr getriggert in seinem Beitrag, den er da im Chat nochmal hat. Und sagt ja auch, Mensch, das wäre doch viel besser, wenn man wenigstens Fleisch oder Produkte von gesunden Tieren nachfragen würde. Ja, das würden wir auch sagen. Also jeder Schritt ist ein richtiger Schritt. Also nicht jeder, und das habe ich gesagt, nicht jeder wird hier zwangsveganisiert. Also Menschen, die einfach Fleisch kaufen, was von Tieren stammt, die besser gehalten wurden, ist ein erster Schritt. Menschen, die fleischhaltige Nahrung weglassen, ist ein wichtiger Schritt. Wenn ich allerdings eine Tierhaltung zu Recht mit dem Töten von Menschen in Kriegen vergleiche, also wenn das mein Argument dafür ist, aber dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht doch nochmal in meine kognitive Dissonanz irgendwie einsteigen muss und überlegen muss, naja, wenn ich diesen Schritt schon gemacht habe, dass ich sage, ja, Tiere sind leidempfindlich und eigentlich ist das so, wie wenn wir Menschen in den Krieg schicken. Ja, keiner von uns findet das gut, Menschen in den Krieg zu schicken und niemand findet das gut, wenn Menschen da sterben. Dann ist das eher ein Argument dafür, das bei Tieren auch zu hinterfragen. Das war jetzt mit viel Pathos, vielleicht ist das ein gutes Abschlusswort, oder? Ja, vielen Dank. Vielen Dank für ganz viel Feedback. Ich bin froh, dass ich jetzt schon mal meinen ersten Aufschlag hier habe. Aber jetzt kommen spannende, tolle Menschen, die ihre Sichtweise darauf berichten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt als nächste Woche Johanna Hahn zu uns. Johanna Hahn kommt aus einem ganz anderen Bereich. Sie ist nämlich Juristin. Und sie hat in einer Arbeitsgruppe daran geforscht, wie wir denn strafrechtlich mit Tierschutzvergehen umgehen.
Und da wird sie von berichten. Ihr habt es vielleicht auf der Webseite schon gesehen. Ihr könnt da auch den Forschungsbericht schon mal einschauen. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Sichtweise, die wir da hören. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch immerhin so gut gefallen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und wir euch alle wieder sehen. Ich sage jetzt mal einfach für uns hat es viel Spaß gemacht, oder? Wir freuen uns auf ein spannendes Semester mit euch und habt einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüssi.